Hallo zusammen und willkommen zurück zu FIFA 17 The Journey. Jawohl, wir sind endlich wieder bei den Spurs im Kader, somit in der Premier League. Das haben wir schon lange wollen, jetzt haben wir es endlich geschafft. Wenn du wissen willst, wie das Ganze vor sich gegangen ist, bis wir wieder da zurück sind bei den Spurs, dann musst du unbedingt die letzte Folge anschauen. Den Link dazu findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Einfach anklicken, die Folge anschauen, denn die musst du sehen, die ist einfach richtig geil gsi und du erfährst so viel in Sachen Storytelling, also Story erzählen. Es ist eine unglaubliche Folge. Also die musst du reinziehen, wenn sie noch nicht gesehen hast. Anschauen, zurück kurz zu dieser Folge, denn die wird sicher auch der Oberhammer, denn wir sind aktuell nur 50. Aber wenn ihr schaut, sind wir auch nur 3 Punkte hinter dem ersten Platzierten, Manchester United. Und wir könnten eigentlich mit einem Sieg, und wenn die anderen verlieren, sogar auf den ersten Platz vorstoßen. Und sehr interessant ist sogar noch, dass der nächste Match gegen Manchester City ist. Also gegen die aktuelle Tabelle 2. Das geht natürlich unsere Chancen noch um einiges vergrößern. Was sich aber wiederum verringert, ist, dass wir nicht in der Startformation sind, sondern nur Auswechselspieler. Nicht mehr wundern, ab welcher Minute wir ins Geschehen eingreifen dürfen, ob wir überhaupt eingreifen dürfen. Das wissen wir ja noch nicht und wir wissen auch nicht, ob wir Erste werden. Das erfährst du nur, wenn du jetzt noch da bleibst, denn das Match startet jetzt. You Alexander? Can I have your autograph? Anytime, mate. You know, between you and me, you're the first one that's ever asked. You serious? Thanks. Have a good game. Enjoy the match, man. Nachdem wir das erste Interview gegeben haben, wo eine richtige Motivationsspritze ist, können wir jetzt ins Spiel eingreifen und fünf faire Zweikämpfe müssen wir bestreiten und der Boss mit einer 7,0 beeindrucken. Wir kommen sogar für den Harry Kane hin. Also, wir haben einiges an Druck auf uns, aber das kriegen wir sicher daher. Das schaffen wir. Wir schaffen das. Da bin ich mir ganz sicher. Komm, Alexander, gib dein Bestes. Jetzt kommt Zack gerade zum Hunter. Jawohl. Komm, Hunter, nein! Aber er holt sich noch wieder. Jawohl, komm, hol ihn ab. Pass noch. Sehr schön. Eriksen schüsst. Und da haben wir den Ausgleich. Nach einer perfekten Vorlage vom Alexander. Jetzt starten wir richtig in die Partie. Jetzt ist wieder alles auf Null. Wir können jetzt den Sieg uns holen. Jetzt können wir einen Angriff starten. Perfekt. Komm, Hunter, komm. Und jetzt tätsch in den rein. Nein, aber der Abpraller, den können wir verwerten zum 2:1 Führungstreffer. Schön Ball abgefangen und jetzt können wir gerade den Konter fahren. Komm, Alexander läuft da. Jawohl, er läuft und jetzt haben wir die Möglichkeit. Er schießt selber, trifft nur den Pfosten. Aber wir haben wieder den Ball. Die Flanke kommt, aber die kommt richtig scheiße. Mehr als für Pfostenschüsse hat für den Alexander bei der Rückkehr zu den Spurs nicht gelangt. Zwar war doch ein Torverlag, hätte er ja können machen, wie man noch gerade sieht. Und eine 8,0 Wertung. Leider hat er nicht alle Boni-Herausforderungen geschafft. Nichtsdestotrotz sind wir mit einem Sieg zurückgekommen mit den Spurs. Und der Hunter war entscheidend in dem Match. Jetzt nimmt es mich wunder, wie es weitergeht. Nice one, lads. 3 more points in the bag. Of course. No victory is certain. Maybe not, but with me on the team, the odds are pretty certain. Haha, mit ihm im Team, ja. Du bist ein echter Aufgänger, du bist nicht alleine. Wenn wir dir helfen, ja. Er hat schon so toll, dann tun wir auch so ein bisschen eins auf Witzig. Yeah, the 10 of us are doing all the running. Perfekte Antwort, auch geil. So kleine Neckereien in der Kabine sind doch richtig witzig. Das gefällt mir, so kleine Einspieler. Was mir auch gefällt, ist, dass wir auf den 2. Platz vorgestoßen sind. Leider hat Menio ihren Match eben auch gewinnen, aber nichtsdestotrotz, wir haben noch ein Spiel weniger und sind nur 3 Punkte hinten da. Das heisst, wir haben noch alle Möglichkeiten, um auf den ersten Platz vorzustoßen. Bevor wir aber das machen, haben wir jetzt bald ein Pokalspiel gegen Liverpool. Man. Alex, no need to sit, this won't take a minute. Just wanted to give you a heads up, you'll be in the stands for our next FA Cup match. Was, wir sind auf der Tribüne? FA Cup matches aren't like anything you've ever played in before, lad. Scheißegal, it's missing all top. Blood and thunder out there, and we're going with experience here to get a good start. Understood? Ja, aber ein Fehler, es ist ein Fehler, Junge. Okay,
4:0 Sieg. Also ganz so falsch ist die Überlegung vom Trainer doch nicht gewesen. Aber trotzdem, wir wollen immer auf dem scheiß Rasen stehen. Denn wir sind Alex Hunter, wir sind das grösste Talent, wir sind die Zukunft von Tottenham. Who's that then? Give you one guess. What's up, Michael? Super Alex Hunter. And the legend. Hey, Jim, how's it going? We're working. Oh, yeah, a little performance analysis. This won't take long. Never had that in your day, eh, Jim? These are sick. Boah, shit, das geile Schuhe. Hey. Was ist für eine Marke? Adidas, jawohl, perfekte Marke. Und was haben wir da? Der Adidas ACE 16 Plus. Das sieht schon geil aus. Und dann haben wir den Adidas X16 Plus. Aber den finde ich persönlich geiler. Ich finde den irgendwie geiler. Also, wir nehmen den Adidas X16 Plus, haben wir werden gesponsert und von Adidas einfach nur geil. Und natürlich wählen wir den schon aus. Ich finde den einfach der nice. Oberhammer. And Adidas wants you to wear them. What do you think of that? Amazing! You ever wear these boots before, Alex? No, but all the lads are wearing them. Give them a whirl. If you like them, it'll be a nice little bonus for wearing something you're going to need anyway. Am I right? Right. Anyway, I can see you're busy. I bet be taking... Yeah, I'll let you out. Burly, no-nonsense forward. Brave as a lion. Excellent first touch. 22 goals, 1968-69, wow. Mint condition. Traded all my other cars for it when I was 8. Was, hoping you'd sign it for me, but, no, oh, I want you to have it. Oh. Thank you. Eh? He's all right, isn't he? Yeah. All right, put that away. Let's finish on this DVD now. Come here. Look. See what I was telling you before? Yeah, get off. There. Nachdem wir beim Cup-Spiel auf der Tribüne Platz genommen haben, haben wir uns erholen. Wir haben jetzt sogar noch neue Schuhe gekriegt von Adidas, unserem ersten Sponsor. Und somit stehen wir in der Startformation. Das ist doch richtig geil. Gegen den FC Sandren. Das heisst, jetzt werden wir denen zeigen, dass wir es einfach verdienen, in der Startformation zu stehen. Also, ab geht's! Und wir können auch einen richtigen Angriff starten mit dem Eriksen. Eriksen übrigens zum Hunter. Hunter schießt! Wir kriegen wieder Abpraller. Nein, jetzt Abpraller und jetzt ist Skobal im Goal rein. Was für ein Duselgoal ist das gewesen. Und wieder nicht der Hunter. Ja, jetzt einen richtigen Angriff starten mit dem Son. Wo bleibt der Hunter? Jetzt komm, Hunter. Nein. Ah. Jetzt komm, einfach schiessen und Goal. Es ist zwar 2:0, aber ich kann mich nicht richtig durchschauen, weil der Hunter scheiße läuft. Da komm, Eriksen, jawohl. Und jetzt schicken wir den Hunter. Perfekt. Sehr gut, komm Hunter, komm Hunter. Und jetzt macht er. Nein! Oh, jetzt eine neue Chance in der zweiten Halbzeit für den Hunter. Komm, macht das. Er macht das nicht, er bewegt sich ein bisschen schlecht. Aber jetzt hier weiter, jawohl. Zack. Komm, jawohl, wo die Tricksli wurden aushauen. Und jetzt das mit einem Goal krönen. Nein, er blockt voll Penalty. Oh, Freistoß, aber ich nehme natürlich nicht den Eriksen, ich nehme unseren Hunter. Und hoffen einfach, dass er das herkriegt, dass er den reinhaut. Ja. Richtig schlechter Hunter. Richtig schlecht vom Hunter. Oder von mir. Auf jeden Fall einfach nur Scheiße. Und jetzt da schicken wir den Lamela. Komm, Lamela. Und jetzt zum Hunter. Flach, Hunter. Jawohl, endlich Kiste vom Hunter zum 3:0. Auch ein bisschen glücklich, aber sowas von verdient das Goal für den Hunter. 90 Minuten haben wir auf dem Platz schon ein Goal haben wir gemacht. Der Trainer ist halbwegs zufrieden mit uns. Auf jeden Fall die Wertung von 8,4 ist sicher extrem gut. Für das, dass wir zurück in der Premier League sind, und da ist das Niveau natürlich um einiges höher. Ja, jetzt haben wir mal gezeigt, was wir drauf haben. Wir haben sogar noch viel mehr drauf. Das wissen wir natürlich alle. Alex,
big day for you und today. Das müssen auch die Journalisten, darum haben wir jetzt ein Interview. Die anderen sind wieder da, ich bin dankbar für diese Chance. Von diesem Tag habe ich geträumt. Und wenn ich schon mal ganz am Anfang, wenn Sie noch nicht wissen, vielleicht mal wissen, haben wir ja gesagt, dass wo wir den Vertrag haben, dass wir wieder zurück sind. Und das sage ich auch. Die Hunters, sind wieder da. It feels amazing to follow in the footsteps of my granddad and my dad, who both played in the top tier. Ja, genau. Genau das ist es. You were able to make a difference today, Alex. Tell us about your goal. Ist das Goal? Ich wurde mit klasse Pässen versorgt. Ich will immer besser werden. Genau das erwarte ich von mir. Jetzt haben wir ein bisschen Ego gemacht, ein bisschen Push. Und jetzt wollen wir auch die Kollegen loben, etc., finde ich. Und darum erwähnen wir auch das. I'm alongside some of the best talent in the Premier League. I'm just doing my bit out there. It's a lot of fun playing on the same team. Perfekt, wir sind ja auch der Teamplayer, also wir müssen so Antworten kommen. A great string of games for you, Alex. Have you changed your approach at all? What's behind this good run? Unsere Formen, ja, wir sind einfach gut. Ich mache das, was das Team braucht. Ich mache das, was der Trainer von. Ich mache das, was ich brauche. Und wir haben gesagt, wir sind ein Team-Typ. Wir haben es gerade um. Das sind auch unsere Antworten hauptsächlich so. Just trying to stay aware of what the team needs, to be honest. Like, football's a really fluid game and I've been trying to stay. Ja, also die Antwort finde ich passend. Die passt auch zu uns, wie wir bisher gespielt haben eigentlich. We got it. Thank you. My pleasure. Tomek, I think yes. You what? You're playing football like a man, not a boy. Which I appreciate very much. Makes my life easier. Ja, das werden wir auch hoffen. Danke, ich fühle mich richtig gut. Mache ich doch gerne. Das Team macht mich besser. Und jetzt sind wir ja in der Kabine. Jetzt müssen wir nicht so. Das machen wir. Nein, das ist scheiße. Oh, da, mache ich doch gerne. Sportif, généreux, poli, le mec parle français. Il est formidable. Ich sage, es ist super Antwort. In der Kabine muss man so antworten. Wir sind beim letzten Match für die Episode gegen den FC Middlesbrough. Und ja, bisher war die Folge einfach der Oberhammer. Wir hatten alles Mögliche gehabt. Interview, geile Filmsequenzen, geile Match, geile Goal, geile Passstaffetten wie da und Schuss, wo der Hunter einfach vergibt. Immer so knapp schauen, dass er, wie geil ist er gespielt, was für ein Hammerschuss, aber ganz knapp am Goal vorbei. Und weil die Episode alles drin hat und so geil ist, hoffe ich, es gefällt dir auch. Du zeigst mir das mit einem Daumen nach oben zu dem Video. Würde mich auf jeden Fall richtig freuen, du würdest mich damit richtig fett unterstützen. Nämlich. So, was für ein Ball wieder auf der Hunter. Komm, Hunter, jetzt mach das! So, Lamela hat richtig Platz und jetzt hat der Ball zum Hunter. Komm, Hunter, jawohl, setz ihn durch und jetzt tätscht er rein. Nein! Können wir jetzt wieder einen Angriff starten? Jawohl, das sieht sehr gut aus. Ein bisschen weit auf die Seite direkt, aber wir schaffen es gleich. Und jetzt Hunter wieder an der Pfosten. Er trifft die ganze Zeit nur den Dreckspfosten. Hey. Wir haben weiter in der Ball und jetzt kommt wieder eine Flanke und da hinten haben wir einen, der passt zum Hunter und Hunter schießt. Wow, fuck noch einmal. Oh, alles schön und gut. So, Hunter. Und jetzt Hunter, komm, mach noch einen. Wieder Pfosten, Abpraller, 1-0, aber der Hunter trifft nur den Dreckspfosten. Hey. Nicht zum Fassen, du. Du hast den Platz, du hast nur einen Gegenspieler und jetzt wird er gefault, das gibt Penalty. Jawohl, er holt ein Penalty raus, der Alexander. Vielleicht schaffen wir es mit dem Penalty, doch noch ein Goal mit dem Hunter in diesem Match zu erzielen. So, Alexander, du musst das machen. Du musst das einfach machen. Komm, hau rein. Jawohl, er ist drin. Yes, der Hunter verwertet den Penalty, wo er raus, selber rausgeholt hat. Perfekt. Dank dem Penalty von Alexander gewinnen wir 2-0. Aber ein bisschen schade ist schon, er hat so viele Chancen gehabt, aber nie das Goal getroffen. Er hat wirklich den Penalty gebraucht, um ein Goal zu erzielen. Aber was viel wichtiger ist, was die grössere Frage ist, was hat Menu gemacht? Sind wir jetzt an Erste oder weiterhin nur Zweite? Man of the match today. Tell me, auf jeden Fall haben wir jetzt das erste Mal wieder ein Interview. Und ich konzentriere mich auf Fußball ziemlich überraschend. Das habe ich wohl verdient. Es ist schon ein bisschen überraschend. Es ist schon ein bisschen überraschend. It was a bit of a surprise, to be honest. I felt like I made my fair share of mistakes today. Ja, weil wir haben sehr viel mal den Pfosten getroffen. Es war gut, aber nicht so gut, wie man es eigentlich Alex, sollte sein. Alex, your thoughts on how the team was set up today? Ein paar Worte zu der Strategie. Wir hatten einen guten Plan. Das Team hat die Taktik klasse umgesetzt. Der Trainer hat das super gemacht. Oh, sagen wir, das ist auch so ausgeglichen. Ich will keine ausgeglichenen Antworten geben.
So, klasse umgesetzt. Knew exactly what the gaffer expected for them. You know, I think everyone did their jobs brilliantly out there today and the team really deserved it. Ja, das haben wir wirklich. Den Sieg haben wir uns wirklich verdient. Alex, the team comes away with a win. Any comment on the 3 points tonight? Unsere Meinung, das Team hat gut an, jedes Team kann jedes Team... Team. Jedes Team kann jedes Spiel gewinnen. Ich will meinem Team immer zum Sieg verhelfen. Oh, geben wir da, aber wir werden ja immer dem Ganzen verhelfen, you know, zum Sieg. Every time I step on the pitch, I give my team a chance to win. It's always been that way since youth football and the academy. It's no different tonight. Perfekte Antwort. Deep top. I'm just glad the bosses realize what I can do. And that'll do, I think. Thanks, Alex. Ja, danke auch, oder? Ja, wir danken auch. Die Episode ist wieder vollpackt mit Story, mit Action auf dem Rasen. Also eine richtig epische Folge. Und genauso episch wäre es, wenn du einen Daumen nach oben da lassen für das Video, denn das würde mir richtig Freude bereiten und es würde mich sogar noch dabei unterstützen. Also smash den Like-Button für das Video, wenn es euch gefallen hat und ihr das nächste Video schon bald wie möglich sehen wollt. Bzw. es kommt ja eh sehr bald. Also hau den Like-Button raus für das Video. Jetzt aber wieder zurück zu dieser Folge. Und zwar, ich sehe im Hintergrund die aktuelle Tabelle. Wir sind leider weiterhin nur Zweite, jedoch nur noch mit einem Punkt Rückstand auf Menu. Der Menu hat gegen Leicester City 3-3 unentschieden gespielt. Das spielt uns somit in die Karte. Somit kommen wir in kleinen Schritt näher an das, was wir wollen, nämlich Tabellenführung. Und die Tabellenführung könnten wir uns in der nächsten Folge ja bereits holen, denn wir haben da einen geilen Match sicher. Und zwar gegen den FC Everton. Ist aktuell nur die Tabelle 12. Also die Chance ist schon gut, dass wir den Match auch wieder gewinnen werden. Und wenn Menu verliert, wären wir Erste. So viel zu dem, schon als kleine Vorschau auf die nächste Episode. Denn wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich bin somit draußen und wünsche euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao. Angriff hier von Ambri. Und da kommt der Querpass. Und da ist 1-0 für Ambri. Was läuft jetzt da wieder falsch? Unglaublich, wir gehen immer wieder in der letzten Zeit in Rückstand. Wir kommen in Rückstand.